Formel 1, Sebastian Vettel wirft Heimsieg beim Deutschland-GP weg, Lewis Hamilton bleibt Rennsieger. Ferrari-Star schmeißt Heimsieg beim Deutschland-GP weg. 52,14 Runden sah Sebastian Vettel bei seinem Formel-1-Heimspiel in Hockenheim wieder sichere Sieger aus. Dann nahm der Regen im legendären Motodrom zu, und der Ferrari-Pilot versenkte den Triumph beim Großen Preis von Deutschland im Kiesbett der türkischen Sachskurve. Verzweifelt hämmerte Vettel mit den Fäusten auf sein Lenkrad und entschuldigte sich mit tränenerstickter Stimme im Boxenfunk bei seiner Scuderia. Noch schlimmer aus Ferrari-Sicht: Titelrivale Lewis Hamilton siegte nach einer unwiderstehlichen Aufholjagd von Platz 14 im Vettelland und jagte dem Deutschen die WM-Führung wieder ab. Hamilton nur verwarnt: Nach dem Rennen war der Sieg des Briten allerdings kurzzeitig noch einmal in Gefahr geraten, weil er kurz vor Rennende zunächst die Boxenasse angesteuert hatte, aber kurzfristig doch noch auf die Strecke zurückkehrt war, musste er sich vor den Rennkommissaren erklären. Diese sahen von einer 5-Sekunden Zeitstrafe ab, die Hamilton den Sieg gekostet hätte, und beließen es bei einer Verwarnung. Pfeile feiern Doppelsieg. Valtteri Bottas machte die Mercedes-Party im heimischen Daimler-Ländli Baden-Württemberg als Zweiter perfekt. Kimi Räikkönens dritter Platz trocknete die Tränen der Ferraristi an Vettels schwarzem Tag nicht. Ich ärgere mich, aber habe nicht viel falsch gemacht. Es war ein kleiner Fehler mit einer großen Auswirkung. Natürlich ist es bitter, aber es ist jetzt so, sagte Vettel nach seinem Aus. Als Experte für schmierige Pistenverhältnisse erwies sich einmal mehr Nico Hülkenberg. Der Lokalmatador behielt kühlen Kopf, als die Strecke bei einsetzendem Regen rutschig wurde, und schlitterte im Renault hinter Max Verstappen als Fünfter ins Ziel. Eine fette Punktebeute für den Hulk. Die Höhepunkte im Zeitraffer Start/Runde 1: Bottas kommt von Position 2 besser weg als Polemann Vettel. Der Ferrari-Pilot knallt dem Finnen die Tür zu und verteidigt die Spitze. Dahinter wehrt sich Räikkönen mit allem, was er hat, gegen den anstürmenden Bullen Verstappen. Nach hartem Kampf behält der Issemann die Oberhand. Dahinter bremst sich Hülkenberg gekonnt an Haas-Pilot Romain Grosjean vorbei auf Platz 6. Runde 2, Hamilton biegt als 13. zum ersten Mal auf Start/Ziel. In der Nordkurve knüpft sich der Silberpfeil-Pilot Force India Esteban Ocon vor, Rang 12. Runde 3, 14, der Weltmeister drückt aufs Gas und pflügt, wie zuletzt schon in Silverstone, fulminant durchs Feld. Im klaren Altmeister Fernando Alonso, sauber ruckig alles Leclerc, Carlos Sainz im Renault, Grosjean, Forza India Pilot Sergio Perez, Hülkenberg und Haas Pilot Kevin Magnussen, einer nach dem anderen ist dran. An der Spitze führt Vettel mit 4,5 Sekunden souverän vor Bottas, es folgen Räikkönen und Verstappen. Wettervorhersage lässt Hirne am Kommandostand rauchen. Runde 15, Räikkönen kommt als erster der Top-Piloten zum Reifenservice. Die Crew aus Maranello montiert dem Finnen Softpneus. Als Vierter biegt Räikkönen direkt vor Hamilton wieder auf die Piste ab.
strategisch gut gearbeitet von Ferrari. Runde 20, Daniel Ricciardo lässt Leclerc im Motodrom stehen. Von Position 19 gestartet, ist der Australier als 10. schon in den Punkten. Runde 26, mit ziemlich abgefahrenen Ultrasftwalzen biegt Vettel in die Garage ab. Tadelloser Stopp. Hinter Scuderia-Kollege Rick Könen, aber vor WM-Rivale Hamilton nimmt der viermalige F1-Champion das Rennen wieder auf. Bottas bekommt derweil die Ansage, noch 3 Runden durchzuhalten. An allen Kommandoständen blicken die Renningenieure gebannt auf ihre Wetterradare. In Darmstadt regnet es schon, auch für Hockenheim sagen die Wetterfrösche Schauer vorher. Die Teams haben unterschiedliche Informationen, mal heißt es Regen in 10, mal soll es in 15 oder 20 Minuten nass werden. Noch jedenfalls ist es trocken. Rote Rochade, Vettel darf Rick Könen überholen. Runden 29, aus für Daniel Ricciardo, Daboulé bleibt auf der Gegengeraden vor dem Motodrom mit defektem Zylinderkopf liegen. Bottas holt sich derweil frische Softpneus ab. Damit haben von den Top-Piloten, außer Hamilton, alle gestoppt. Die Reihenfolge, Rick Könen, Vettel, Hamilton, Bottas, mit großem Rückstand folgen Verstappen und Magnussen. Runde 33-38, Rick Könen meldet am Funk, sein linker Hinterreifen bilde Blasen. Dahinter quengelt Vettel, ich zerstöre mir hinter Kimi die Reifen. Seht ihr nicht die Reifentemperaturen? Worauf warten wir? Die Ferrari-Box informiert Rick Könen, dass die Roten unterschiedliche Strategien fahren. Runden 39, da ist die rote Rochade. Vettel geht in der Haarnadel an seinem Garagennachbarn vorbei. Derweil werden die Wolken über dem Hockenheimring immer dunkler. Runde 43, Hamilton kann nicht mehr warten, ob es regnet oder nicht. Der viermalige Weltmeister zieht sich Ultrasftschlappen an. Volle Attacke, lautet das Motto. Regen wirbelt alles durcheinander. Runde 44-51, es fängt an zu regnen, im Mittelteil wird es rutschig. Sauber reagiert blitzschnell und stülpt Leclerc Intermediates über. Auch Verstappen geht Risiko und holt sich den Mischreifen. Vettel verliert in der letzten Kurve ein Stück von seinem Frontflügel. So richtig will es nicht regnen. Leclerc und Verstappen bauen wieder auf Slicks zurück. Auf der rutschigen Piste legt Leclerc mit frischen Ultrasfs 2 astreine Pirouetten hin, kann aber weiterfahren. Im Motodrom geht es drunter und drüber, das Rennen wird zur Rutschparty. Der zur Überrundung anstehende Magnussen macht sich vor Rick Könen breit, der Ferrarista muss in die Auslaufzone ausweichen. Vor der Mercedes-Tribüne zieht Bottas an seinem Landsmann vorbei auf Platz 2. Dahinter kommt Hamilton unwiderstehlich angeflogen.
rote Schockstarre, Jubel in Silberrunde 52-53, das kann doch nicht wahr sein. In Führung liegend rutscht Vettel in der Sachskurve ins Kiesbett. Aus für den Ferrari-Star. Rote Schockstarre auf den Tribünen, Jubel bei den Mercedes- und Verstappen-Fans. So ein Mist, sorry Jungs, funkt Vettel mit tränenerstickter Stimme an die Box. Das Safety Car kommt raus. Die rennentscheidende Szene, Bottas nutzt die Safety Car Phase und stoppt. Hamilton will erst folgen, entscheidet sich aber in letzter Sekunde um und bleibt doch draußen. Ein Schachzug, der ihm den Sieg bringen wird. Runde 54, Rick Köhnen biegt zum Reifenwechsel in die Box ab, Hamilton übernimmt die Führung. Runde 57-58, das Safety Car kommt rein. Hamilton rast als Führender Richtung Haarnadel, aber dahinter greift Silberkollege Bottas an. Rad an Rad heizen die Silberpfeile Richtung Motordrom. Zu viel für die Mercedes-Strategen, Valtteri, halte deine Position, lautet der Befehl vom Kommandostand. Die Würfel sind gefallen. Hamilton zieht danach locker weg, dahinter kann Rick Köhnen Bottas nicht gefährden. Ziel, wer hätte das gedacht? Von Platz 14 gestartet, rast Lewis Hamilton zu einem irrsinnigen Triumph beim Mercedes-Heimspiel in Hockenheim. Es ist der 66. Grand Prix-Sieg des Briten und der 44. mit Startnummer 44. Durch seinen vierten Saisonsieg übernimmt Hamilton mit 17 Punkten Vorsprung auf Vettel die WM-Führung. Zwei Finnen rahmen den Briten auf dem Treppchen ein, Hülkenberg rettet als Fünfter die deutsche Ehre, naja, wenigstens ein bisschen.